Es ist ein großes Potenzial, was vorhanden ist. Es besteht so viele Verbindungen zwischen unseren Völkern, zwischen den vielen verschiedenen Dimensionen in unserer Beziehung, die sich gegenseitig auch bedingen. Aber das bedeutet auch, dass wir die wirtschaftlichen Verbindungen, die stark sind und die noch weiter ausgebaut werden könnten, nicht trennen können von den politischen und Sicherheitsfragen. Der Konflikt in und um die Ukraine bedingt zurzeit die Qualität des Verhältnisses mit Russland. Das heißt, die Umsetzung der Minsker Abkommen, um diesen Konflikt, der die östliche Ukraine betrifft, zu regeln und dort nicht etwa einen neuen Konflikt zu installieren auf Dauer, das ist eine wichtige Voraussetzung, um in eine neue Qualität einsteigen zu können. Diese neue Qualität würde eine neue Bestimmung der Beziehung zwischen der EU und der Eurasischen Wirtschaftsunion potenziell auch beinhalten können.